Lights, Camera, Action. Letzte Woche begann der Dreh des paralympischen Dokumentarfilms Gold. Frei nach dem Motto Ladies First durfte Schwimmerin Kirsten Brun als erste von drei Protagonisten vor die Linse. Das Drehteam zeigte sich beeindruckt. So viel Power und gute Laune hat nicht jeder Hollywood-Star. Diese Frau braucht keinen Mann, um ein Marmeladenglas zu öffnen. Birgit Kober hat bei den internationalen deutschen Meisterschaften in Leichtathletik zwei Weltrekorde im Speerwerfen und Kugelstoßen aufgestellt. Und weil alle guten Dinge drei sind, gab es noch einen deutschen Rekord im Diskuswerfen dazu. Spider-Man war bestimmt stolz, als letzte Woche im italienischen Arco die erste Paraclimbing-WM stattfand. Ob blind, mit oder ohne Prothese, die Vielfalt seiner Schüler war beeindruckend. Die Deutschen Alexander Biermann und Günther Grausam holten sich die Plätze 3 und 4. Sebastian Richter kämpfte ohne Konkurrenz gegen die Uhr. Rugby, deutsche Nation gewinnt EM-Vorbereitungsturnier in Frankreich. Tischtennis, Gold und 2 Silber bei China Open. Event-Tipp, europäisches Handbike-Rennen in Lobach bei Heidelberg. We Like, Handicap-Hundesportverein.